Ein Globo. Das bedeutet, hier müsste irgendwo das tolle Zelt in der Nähe sein. Ah ja. Ich wusste es. Wie, jetzt muss ich da unter Wasser rein? Ah, hey. Rein da in das Zelt. Danke. Du am Globo, wollen es Humba geben? Natürlich, Humba, nimm. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig. Springen in Wumba-Becken. Ja. Ja, ich weiß. So. Ach, wie süß, wir sind ein U-Boot. Wumba, das nennen U-Boot. Drei Täuschen, dick und drehen und drücken. Ah, wenn du schnell sein wollt. Für Echolot, B oder Z für Torpedo-Attacke. So, okay. Ach, wie cool ist das Ding denn? Alter, wie geil ist das denn? Sorry. Das ist ja echt cool. Sorry, ganz kurz, Leute. Begutachtet währenddessen die wunderschöne Meeresenge hier. Wow. Feuer! Alter, ich kann hier wirklich Torpedo. Boah, wie cool! Ich zerbombe alles hier. Unter anderem auch dich. Kann ich dich zerbomben jetzt hier? Komm. Was bringt mir das echte Boot? Wieso kann ich hier diese Fische nicht töten? Ich will doch nur diese Fische töten. Alter! Es gibt nichts, wie ich diese Fische zerstören kann, oder wie? Ja, gut. Begutachte kurz mal hier die tolle Meeresenge. Ja. Okay. So. Gut, und schon wieder zurück. Rein ins Maul, komm. Ich muss doch hier, diese Fische muss ich doch hier irgendwie zerstören können. Aber es scheint so, als geht das einfach nicht. Die Frage ist nur, was ich hier mit dem Echolot machen kann. Bing. Bing. Vielleicht muss ich den wirklich vorne beim Mund reinschießen. Nee. Ja, die Dinger sind einfach... Nee, die sind einfach unbesiegbar. Alter, das gibt's ja nicht. Naja. Aber auf jeden Fall, wir haben ein U-Boot. Wir können alles zerstören mit dem U-Boot, was wir noch finden werden. Unter anderem auch dich, Freundchen. Genau, haha. Tod. Tod den Tieren. Nicht, nein, natürlich nicht. Ach, je. Oh. Ja, ich bin doof. Blub, 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 blub. Wo war das jetzt hier? Hier? Nee. So, Echolot. Juhu, ich hab den Aal getötet. Das U-Boot ist ja richtig geil. Und raus aus dem Wasser. Ach, ist das süß. Okay. Ups, das war jetzt doof. Okay. Und raus wieder. So. Mit dem Ding fahren wir jetzt auch mal hier schnell rein. Juhu. Weil vielleicht können wir hier auch irgendwas öffnen damit. Da, stirb! Eine Honigwabe. Ja, ist besser als nichts, ne? Definitiv.
Aber mehr bringt das hier auch nicht. Nein, ich kann nicht. Ich kann aber herumballern. Und ich kann Echolot machen, wo ich immer noch nicht weiß, wofür das gut sein soll. Aber naja. Raus! Oh. Raus! Du süßes kleines U-Boot. So. Naja. Ah, ich glaube, ich weiß, ich kann mit den U-Boot sicherlich... Okay, das geht, da bin ich froh. Mit den U-Boot sicherlich wohin, wo hoher Wasserdruck herrscht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Blub, 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 blub. Stirb! Du kleines Ungetüm! Also noch ist es klein, das wird immer größer irgendwann mal. Alter, stirb endlich! Alter, ich hasse diese Seedeile. Ach komm, komm her! Gut. So, dann schauen wir mal. Gibt es hier noch irgendwelche Kisten, die wir eventuell zerstören können? Pipidipipi. Huch. Geht das nur mit Kazooie oder geht das jetzt mit dem U-Boot auch? Ja, es geht nur mit Kazooie. Gut. Da ist wahrscheinlich auch ein Bild drauf von ihm, ne? Wäre ja logisch. So. Aber wir gehen auf jeden Fall hier weiter. Wir fahren hier weiter. Ja, das ist praktisch. Also mit dem Echolot können wir hier diese tollen Tintenfische blockieren, damit die nichts mehr machen können. Und ich will immer noch diese Fische töten, aber es geht einfach nicht. Naja, gut. So. Aber den kann ich töten. Und das werde ich auch machen. Ich mag ihn. Genau. M. Wilson. Und irgendeiner war doch da, der einen Schlüssel hat, scheinbar. Aber es ist wahrscheinlich nicht der, sondern, ja. Gut, aber wir gehen hier runter. Hast du endlich hierher gefunden? Willst du auf meine Minen schießen? Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Brauchst du Instruktionen? Ja, bitte. Ich habe hier meine Minen entsorgt. Hoffentlich erwischen sie dich. Zerstöre meine Minen, um unter unverdiente Punkte zu sammeln. Blaue sind 3 Punkte wert. Grüne sind 2 Punkte wert. Und rote nur einen. Mitkriegen. Punkt. Fertig. 3, 2, 1. Los! Juhu! Feuer! Schneller geht es wahrscheinlich eh, wenn wir hier so machen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich weiß, ich bin gerade etwas leise. Sind die jetzt auch... Ja, die sind auch noch Zielsuche. Wie cool ist das denn? So, eigentlich brauche ich eh nur hier herumfahren und schießen und schießen und schießen und einfach nur schießen und schießen und schießen. Feuer! 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 Grün! Grün! Grün bringt viele Punkte, habe ich gehört. Yay! Schieß einfach drauf los! Blau bringt auch viele Punkte. Grün noch mehr! Du Ratte! Mit viel Glück hast du genug Punkte für den Preis gesammelt. Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Ein Puzzleteil! Juhu! Nee, hier ist es nicht. Echolot. Ah, was sind das für interessante Kammern hier? Okay, die bringen gar nichts. Na gut. Raus. Wo ist der Preis? Das Puzzleteil. Wo ist das Puzzleteil? Hier nicht. Piep.
Was ist jetzt wahrscheinlich der Witz dran? Ich kann das Puzzleteil nicht finden. So, hier. Ein weiteres Spiel gefällig? Nee, danke. Ach ja, okay, da lässt du mich dann einfach wieder raus. Na gut. Ja, haben wir das auch gesehen, ist auch schön. Und ich knall mich gleich selber mit dem Torpedo ab. Warum auch nicht? Hey. Jetzt gehen wir nochmal hier rein und gucken, was wir hier Schönes machen können. Rein da! Blubblub. Können wir hier noch irgendwas machen? Vielleicht können wir in seinen Mund rein. Hey, aufhören! Du Schleimer! Ich kenne deinen Vater! Was? Wieso meinen Vater? Hör bitte auf damit, ich bin tot und habe keine Passlos mehr. Sag das nicht, ich will dich töten! Hör bitte auf damit, ich bin tot und habe keine Passlosteile mehr. Ja, das weiß ich. Feuer einstellen! Ich war einst ein Held! Wusstest du das? Alter, was willst du eigentlich? Feuer einstellen, ich war einst ein Held! Wusstest du das? Nein, weiß ich natürlich nicht. Hör bitte auf! Damit. Was ist da? Rot? So. Wo ist denn sein Mund eigentlich? Da ist der sein Mund. Ich will in den seinen Mund reinfahren. Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Ja, aber interessant, interessant. Also hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, hier nochmal reinzugucken, ne? Und außerdem haben wir auch einen Honigwabe erhalten. Schadet ja eigentlich auch nicht. So. Gut. Dann gucken wir weiter hier in diese Richtung. Blub, 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 blub. Wo? Oh, genau. Danke. Das war ja richtig knapp. Hätte mich das Ding beinahe gehabt, verstehst du? Ach ja, hier komme ich ja sowieso nicht raus. Ah, aber der. Mein großer Freund. Na komm. Irgendwas mit dir tun? Ist alles so merkwürdig hier unter Wasser. Man weiß nicht, was man machen kann, was man nicht machen kann. Der sieht aber auf jeden Fall gefährlich aus. Oder? Bist schon gefährlich. Nee, gar nicht. Okay, ist nicht gefährlich. Na gut. Ja, dann lassen wir uns mal wieder vom U-Boot zurückverwandeln in den Bären. Stelle dich einfach... Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke. Wir gehen nach Atlantis. Weil da sind wir am ehesten in der Nähe von der tollen Hütte von der Alten, ne? Also von der... Oh mein Gott, das kann man so nicht sagen. Na egal. Auf jeden Fall, es war schön hier, das U-Boot ist richtig toll. Ich muss sagen, hier unter Wasser, es gefällt mir eigentlich jetzt doch nicht mehr so. Es ist alles schön designt, aber es ist doch nicht so toll. Und ich will verdammt nochmal endlich mal diese blöden Fische töten können. Das geht einfach nicht. Keine Ahnung, wie ich die töten kann. Wahrscheinlich nie. Hoch! Boah, sogar voll rausgesprungen. Ach, wie süß. Wie ein Delfin. Sieht auch ein Delfin ähnlich, dieses tolle U-Boot. Rein da! Gut. Schnell wieder zurück verwandeln. Oh, wow, wow. Ja, gut. So, jetzt müssen wir echt mal wieder an Land gehen. Ups. Weil irgendwie die Unterwasserabenteuer, die haben wir jetzt schon genügend gehabt. Muss ich sagen. Also die sind mir jetzt wieder... Die reichen mir jetzt wieder für eine Weile.
Wir werden sicher später dieses Level nochmal aufsuchen, weil wir haben hier genau... Wie viele Puzzleteile eigentlich erhalten? Zwei? Keine Ahnung. Naja. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder raus an Land, wie gesagt.